Süß. Brot und Salz für deine neue Wohnung. Das ist leider nicht meine Wohnung. Ich bin Andrea aus Berlin. Aber das gibt's doch nicht. Du siehst ja wirklich genauso aus wie die Simone. Ah! Bin ich jetzt toll. Na? Dass du noch gekommen bist. Hier? Ah, das ist ja toll. Gratuliere dir. Das ist ja süß. Du, das ist ein Begrüßungscocktail, ich selber gemacht. Toll. Danke. Ich hoffe, ich schmeckt dir. Das ist ja toll. Das ist ja süß. Freue ich mich. Oh, der schmeckt ja toll. Ja? Super. Du weißt was, ich zeig dir mal Geschenke, ja? Oh das ja. Ist toll, darf ich noch mal. Du, Andreas. Ah, ist ja ganz schön viel. Ne? Das habe ich von Andrea gekriegt. Ach, wie schön. Da habe ich mich gefreut. Ja, toll, ja, das fand ich ganz toll. Sehr schön. Die Sparmütze, ne? Du, Andrea, machst du mal Tür? Sehr ja. Schön. Ah, grüß dich, Simone. Du küsst die Falsche. Was? Ach, Quatsch, du willst mich auf den Arm nehmen. Nein, ich bin wirklich die Falsche. Du bist Andrea? Mhm. Das, nee. Wann bist du denn angekommen? Gestern Abend. Dann sind diese die Blumen für Simone. Ja, komm, jetzt mach ich. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Hallo, na. Hallo. Hallo, Jürgen. Andreas. Grüß dich. Hallo, Renate. Also, nee. Och. Nimm erstmal die Blumen. Gottes Willen. Also, es ist unglaublich. Wolfgang Bessler, der gerade seinen Sohn vom Training abholt, wird in wenigen Minuten in einen Unfall mit den Zwillingen verwickelt werden. Nein. Nicht? Ja, es geht nicht leicht. Welche Gruppe spielt denn jetzt? Die C. Alexander, schnall dich bitte an. Ach, immer das blöde Anschnallen. Ich finde das überhaupt nicht blöd und ich möchte, dass du dich anschnallst. Ja, ja. Du, Jürgen, nicht so Nein, viel. Nein, du kriegst jetzt erstmal was zu trinken hier. Ab geht's, weg damit. Verstecken mich hier anstrengend. Hallo, Ladies first, hast du nie gehört? Ich hab dir doch gerade eingeschenkt. Nee, ich hab nur nichts gekriegt, das ist ganz leer. Ich hab dir im Moment eingeschenkt. Sag ich dir doch, nein. Du hast das Glas vertauscht oder sonst was? Prost. Och, Mann, ihr macht mich wahnsinnig, ihr zwei. Sag mal, Jürgen, wir wollen auch noch was trinken. Ja, klar. Sag mal, wer kennst du denn, Jürgen? Vom Hotel. Und, was Ernstes? Nee, ist auch Kollege. Ja, der ist aber ganz schön verknallt in dich. Ja, und? Mensch, mein Magen knurrt. Das ist ja gleich 12:30. Muss ich ja los, die Pizza und halten. Du, das kann ich doch machen. Du brauchst mir sagen, wo das ist. Ach Quatsch, bevor ich dir das lange erkläre. Weiß ich nicht. Hallo? Simone Castro? Ah, Thomas! Ja, natürlich kann so kommen, klar, freue ich mich. Ja, ja, ist noch voll was los, ja. Tschüss, bis nachher, ja. Tschüss. Ach man, jetzt hat Schlüssel, oh, hab ich noch vergessen. Findet ihr nicht auch, dass die Andrea genauso süß ist wie die Simone? Wir werden was für uns. Das kommt nicht in Frage, die sind vergeben. Na, pass mal auf, du wirst mit denen noch ganz schön Schwierigkeiten kriegen. Du wirst die beiden laufend verwechseln. Ja, vorhin habe ich sogar die falsche geküsst. Ja, siehst du. Morgen fährt die Andrea nach Hause, Gott sei Dank. Lass doch mich fahren. Nö, sonst machst du mir eine Beule ins Auto. Oh, lass doch mich fahren. Nein, du hast doch viel zu viel getrunken. Du hast doch genauso viel getrunken. Du kannst morgen fahren. Aber wirklich, Andrea. Auf die frischen Pizzas werden die Gäste der Wohnungseinweihung vergeblich warten. Simone und Andrea Castor, die Berliner Zwillinge, sind übermütig und beschwipst und werden gleich mit dem Auto von Wolfgang Bessler zusammenstoßen. Papa, schau mal da drüben, die brauchen sie nicht anzuschnallen. Du, wenn andere leichtsinnig sind, müssen wir das ja nicht nachmachen. Papi, die Ampel ist grün. War das
sieht, ist ja prima, Andrea. Hat uns extra aufgenommen. Ist ja toll, seid auch schon gehört. Jutta Hoffmann, die bei einer Freundin zum Essen eingeladen ist und gerade vor deren Haus parkt, wird ebenfalls in den Unfall mit den Zwillingen einbezogen. Schub doch den Hammer auf! Sander, ist alles in Ordnung? Ja. Du, Papi, ich hab ein Glück gehabt, dass ich angeschnallt war. Das siehst du, Alexander. Können wir mit dem Auto noch fahren? Ich glaube nicht mehr. Oh, mein Kopf. Zeig mal, Andrea. Ist aber nichts zu sehen. Oh, es wird eine ganz schöne Beule, das merkt man. Ist alles kaputt. Du, Papi, kann ich nicht doch noch ein bisschen hier bleiben? Also mir wäre es lieber, wenn du nach Hause gehst, wenn Mama mir Bescheid sagst. Kann ich Ihnen helfen? Was ist mit meinem Gesicht? Sie haben eine Platzwunde auf der Stirn, aber sonst ist Ihr Gesicht kann in Ordnung. Helfen? Können Sie die Polizei und einen Unfallwagen benachrichtigen? Sie soll bei Jakobi klingeln. Bei Jakobi sollen Sie klingeln, da drüben. Haben Sie Schmerzen? Ich kann nicht durchatmen. Das kommt vom Steuerrad. Haben Sie einen Verbandskasten? Hinten im Auto. Bleiben Sie ganz ruhig, Sie werden gleich rausgebracht. Man könnte nicht Obacht geben, heute habt ihr keine Augen im Kopf. Oder habt ihr in Berlin noch nie was von einer Vorfahrt gehört? Was ist? Seid ihr Zwilling? Ja, das hab ich mir gleich gedacht. Allein kann man ja gar nicht so blöd sein wie hier. Also, so wie ihr da reingefahren seid, so ist man seines Lebens auch nicht mehr sicher. Wenn ja jeder so Auto fahren hätte, was glaubt, wo kann man bei denen da hin? Ihr seid ja wie besoffen dahergekommen. Ich hab's genau gesehen, genau hab ich's nämlich gesehen. Und jetzt schaut's einmal da rüber. Schaut's einmal da rüber, was ihr noch angerichtet habt. Bei den Führerschein, dann seid ihr los. Die Polizei wird jetzt gleich da sein. Aber der, da sag ich alles, weil ich hab's genau gesehen, wie's zugegangen ist. Das ist eine Unverschämtheit, wir sind in die Kreuzung gefahren seid. Völlig verantwortungslos. Aber der Polizei werde ich alles sagen, Schreiben Sie die Leute nicht so an, die haben da einen Unfall gehabt. Ja, aber das ist doch auch wahr. Nein, nein, ist alles nur. Also diese beiden haben doch eindeutig Schuld. Nein, Schuld hat der Fahrer, der in dem Auto gesessen hat. Sie haben es genau gesehen, die sind ja wie besoffen in die Kreuzung reingefahren, die beiden. Ich habe genau gesehen, dass der viel zu schnell als Fußgängerin, haben Sie das gesehen? Ja, ich bin eine Fußgängerin, Sie sind doch auch ein Fußgänger. Sie, aber ich bin Autofahrer, ich bin auch gell? Ein Autofahrer. Aber ich würde mir das nicht zutrauen, das abzuschätzen, das ob der zu schnell gefahren ist oder nicht. Das kann ich wohl abschätzen. Ja, okay, mir klangst du schon wie Frauen am Steuer sein. Ja, natürlich Frauen am Steuer. Wenn euch gar nichts mehr einfällt, dann sind es immer die Frauen am Steuer. Hier sind es auch noch Sie zwei. Sie haben doch den Beweis dafür, was passiert. Was ist denn das für ein lächerliches Männerklischee? Das ist doch ein lächerliches Klischee. Eine Emanze, hä? Noch ein Klischee. Noch ein Klischee. Sie wissen, was ich Ihnen sage. Simone, gib mal schnell deine Handtasche. Schnell. Ist da dein Führerschein drin? Da ist alles drin. Weil er viel zu schnell die Straße lang gefahren ist. Sie, Frauen am Steuer, das ist sowieso ein Kapitel aber für das sich. Doch gell, schon da mag mal ich doch gar nicht mehr weiterreden ja, mit Ihnen. Doch. Die Polizei ist sowieso gleich da. Da werden wir es erklären. Gell? Dann werden wir ja sehen, wer recht hat von uns zwei. Ich hab's nämlich besser gesehen. Gell? Die sind doch in Schlangenlinie dahergefahren. Ich hab's doch genau nichts. Gesehen. Hören Sie doch auf zu streiten. Kann ich hier mal durch? Sagen Sie mal, haben Sie das Vorfahrtsschild nicht gesehen? Ja, doch schon. Entschuldigung. Aber Sie sind doch klar, dass Sie schuld sind. Naja, aber Sie sind doch viel zu schnell gefahren. Ja, aber ich war hier auf der Vorfahrtsstraße. Naja, aber das ging alles so schnell. Ich habe Sie überhaupt nicht gesehen. Die Polizei wird das klären. Mensch, Simone, schau dir das mal an. Um Gottes Willen. Sieht ja schlimm aus. Du, Simone, du bist jetzt aber Andrea. Ja, ist gut. Grüß Gott, wo ist die Fritzi? Wir haben sie ins Haus gebracht. Ich bring sie hin.
Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben alles ganz genau gesehen, wie es zugegangen ist. Ja. Ich bin der Zeuge, gell? Ja. Also Sie, der grüne VW-Käfer, der ist von der Seitenstraße raus. Ich kann ja schnell unterbrechen, so wie es aussieht. Ist ja. Da jemand verletzt? Ja, die Fahrerin von dem weißen BMW. Und die ist in das Haus gebracht worden. Da. Ja. Alfred, gehst du mal bitte rüber. Die Fahrerin ist verletzt, ist in dem Gas drin. Ja. So, jetzt sollen wir weiter. Ja, also der grüne VW-Käfer da, der ist aus der Seitenstraße raus und ist voll in diesen Kombi da, in diesen grünen. Ja. Der ist auf der Vorfahrtsstraße. Also der VW-Käfer ist eindeutig schuld, der hat die Vorfahrt missachtet und ist voll. Moment mal, wer sind Sie bitte? Ich bin auch eine Zeugin. Also der Fahrer von dem Kombi ist auch mit Schuld. Der ist dort von der Straße gekommen und ist so schnell gefahren. Lassen Sie die Dame mal ausspielen bitte. Ja? Er ist so schnell gefahren, dass also die beiden da gar nicht bremsen, so schnell bremsen konnten. Das also habe ich als Zeugin gesehen. Ja, aber die hat die Vorfahrt vollkommen missachtet. Ja. Hat die. Lassen Sie mal auf einen kleinen Moment bitte. Wer sind da gefahren übrigens? Die Frau, die da draußen steht? Ja, die junge Frau mit der Jacke, die ist gefahren. Dann machen wir mal Folgendes. Sie sind bitte so nett und warten einen Moment. Ich gehe mal hin und spreche mit der Fahrerin. Ja, Augenblick, bitte. Ja. Sind Sie das Fahrzeug gefahren? Ja. Ja, bitte zeigen Sie uns erst mal einen Führerschein und Kraftfahrzeugschein. Andrea, kannst du mir bitte den Kraftfahrzeugschein holen? Ja. Okay. Na, sagen Sie mal ganz kurz, wie es zu dem Unfall kam. Naja, ich bin da rausgekommen. Ja. Ganz langsam, hab da hier gebremst. Und da kam von links dieser Wagen da. Ja. So, danke. Und Sie konnten den Unfall nicht verhindern? Naja, ich hab gebremst, der ist mir einfach an die Seite gefahren. Mhm. Haben Sie eigentlich Alkohol getrunken? Ja, nur ganz wenig. Was heißt wenig? Wie viel war das? Ja, 2, 3 Gläser. Ja. Sind Sie einverstanden, wenn wir einen Alkoholtest durchführen? Muss ich nur sagen, der ist auf freiwilliger Basis. Aber wir müssen den machen. Wie lange dauert der denn? Der Alkoholtest geht relativ schnell. Nur wenn er positiv ausfällt, dann müssen wir eine Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin durchführen. Das dauert dann ungefähr eine Stunde. Ja, muss denn das sein? Ja, das muss sein. Erstens einmal zu Ihrer Entlastung und auch für mich. Um festzustellen, müssen wir Blutentnahme durchführen oder nicht. Sind Sie damit einverstanden? Ja, wenn es nicht anders geht. Dann kommen wir bitte zum Fahrzeug. Simone, Andrea, kümmerst du dich bitte um den Wagen? Ja. Also ich bin hier die Hauptstraße runtergefahren und als ich auf der Höhe der Kreuzung war, kam dieser grüne VW hier aus der Nebenstraße raus. Mhm. Und ich versuchte noch abzubremsen, aber es ist mir nicht ganz gelungen. Bin da reingefahren in diesen grünen VW. An der Vorderseite abgeprallt, hier rübergekommen und dann noch in dieses parkende Auto, das hier stand, reingefahren. Das Auto wurde durch den Aufprall von alleine darüber gefahren. Mhm, wenn Sie das sagen, würde das schon stimmen, weil ich hier keine Schnellbachstellen habe. Ja, gut. Ja, Herr Bestler, was machen wir denn mit dem Auto? Ja, ich hätte es gerne in eine Werkstatt gebracht. Da gibt es eine auf der Münchner Straße. Ich kann über Funk einen Abschleppdienst. Ja, das wäre mir sehr angenehm. Drei kaputte Autos und eine verletzte Frau. Das ist das traurige Ergebnis eines Unfalls, den die Zwillinge durch ihren Leichtsinn verursacht haben. Ich schätze die Halbbruchkosten auf ca. 7.000 bis 7.500 Mark. Ja, wunderbar, Herr Glück. Ich habe bereits schon mal in die Schwaggeliste geschaut und habe festgestellt, dass der Wiederbeschaffungswert so ca. bei 10.500 Mark liegt. Und wenn Sie sagen, dass die Reparaturkosten bei 7.000 Mark sind, dann ist das Fahrzeug auf alle Fälle reparaturwürdig. Wie viele Arbeitstage geben Sie für die Reparatur? Von meiner Seite kann die Reparatur freigegeben werden. Die reine Zeit zum Richten, also reine Bearbeitungstage, schätze ich mit 8 Tagen. Schätze ich auf 8 Tage. Wunderbar. Der Herr Hoffmann hat mich bereits schon angerufen. Wir sollen nämlich dann sofort mit der Reparatur beginnen. Grüß Gott, Herr Neumeier. Herr Bessler, grüß Sie Gott. Ich habe ja für Ihren Pech gehört. Darf ich Ihnen gleich einmal Herrn Glück vorstellen, vereidigter Sachverständiger? Grüß Gott, Herr Glück. Herr Neumeier, wie sieht's denn aus mit der Reparatur? Ich bräuchte das Auto möglichst bald, da ich jeden Tag damit nach München in die Schule muss. Herr Bessler, da schaut schlimm aus. Ich würde sagen, am besten schauen wir uns einmal an. Ja, das sieht schlimm aus. Herr Bessler, Ihr Wagen hat Totalschaden. Totalschaden? Aber was heißt Totalschaden? Totalschaden heißt, dass die Kosten für die Instandsetzung höher sind wie der Wert vom Fahrzeug. Ja, und was kriege ich dann noch? Herr Bessler, genau. Lassen Sie auf und Herr Glück, ich habe gerade die Schwacke zur Hand. Was ist noch mal für ein Baujahr? Ende 79. Ende 79? Bei wie viel Kilometer? 82.000. Der steht in der Schwacke mit ca. 4.000 Mark drin. 4.000 Mark erscheint realistisch bei normalem Zustand. Aber, Herr Bessler, ja, der Hagelschaden der Wagen. Ja, aber was hat denn der Hagelschaden mit dieser Geschichte zu tun? Der Hagelschaden ist Abzug zu bringen.
von dem normalen Wiederbeschaffungswert, das heißt von 4 oder 4,2, sind ca. 2000 Mark abzuziehen für Hagelschaden. Ja, was kriege ich da noch? Die Summe, die verbleibt, so 2 bis 2,2. 2000 Mark? Ja, wie soll ich denn da wieder ein gleichwertiges Fahrzeug bekommen? Mein, dieser Wagen hat ja schließlich Schuld und da ist nur eine Lampe kaputt. Herr Bessler, trösten Sie einen. Der ist genauso Totalschaden, aber Sie bekommen doch jetzt 2000 Mark von der Versicherung, die nehmen wir als Anzahlung und zwar für den neuen Wagen. Sie haben einen Humor. 3 Tage nach dem Unfall besucht Herr Bessler einen Anwalt. Es geht ihm weniger um die Schadensregulierung seines Autos, als um die Mitteilung der Polizei, er würde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ich hatte am Samstag einen Unfall, Verkehrsunfall. Wo war's denn? Das war auf der Kreuzung Auweg, Königsberger Straße. Sagt mir nichts, aber... Ja, das ist in Garching. Ja. Aber ich habe ein paar Notizen gemacht und unter anderem eine Skizze angefertigt. Oh, das ist sehr schön. Von dem ganzen Ablauf und dann haben wir mehr Einblick. Das ist sehr schön, dann brauche ich gar nicht so viel notieren. So. Hier ist eine Liste mit den Unfallbeteiligten. Oh, das ist ganz toll. Aufschreiben. Autonummern, Versicherungen. Wunderbar, da kommen wir dann noch drauf. Vielleicht gehen wir mal eine Skizze durch. Wer sind Sie? Ich bin mit meinem Wagen hier die Vorfahrtstraße, Auweg. Sie sind auf der vorfahrtsberechtigten Straße gefahren? Richtig. Gut. Ich habe gehupt, versuchte zu bremsen, aber ich habe es nicht mehr geschafft und bin hier reingefahren. Sind die Personen verletzt worden in dem VW? Im VW nicht. Sondern? Aber es geht weiter. Bin dann von der Bremse abgerutscht und kam nicht zum Stillstand, sondern fuhr dann hier weiter auf einem parkenden BMW. Der wiederum wurde durch den Aufprall, wahrscheinlich war die Handbremse nicht angezogen oder was, auf diese Seite rübergefahren. Mhm. War in dem, der war da... Da saß seine Frau drin. Ach, da saß seine Frau drin. Ah ja. Ist die verletzt? Die ist verletzt. Ja, also ich bin hier ausgestiegen. Ich hatte meinen Sohn dabei. Mhm. Der war Gott sei Dank angeschnallt. Hab den nach Hause geschickt, damit ich ihn vom Unfallort wegbekomme. Mhm. Und bin dann hier rübergelaufen zu dieser Frau, um ihr erste Hilfe zu leisten. Sie hatte eine Platzwunde auf der Stirn und blutete stark und beklagte sich über Schmerzen auf der Brust. Ja. Welche Geschwindigkeit ist hier erlaubt? 50. Wie viel sind Sie nach Ihrer Meinung gefahren? 60, kann 65 gewinnen. Ich habe eine Bremsspur festgestellt. Ist eine Bremsspur, ja. Sie wissen noch nicht, wie lang. Vielleicht 2 Meter, 3 Meter. Aus den Ermittlungsakten können wir das entnehmen, wie viel die dann effektiv war. War die Straßenverhältnisse trocken, feucht, war nass? Trocken, war schönes Wetter. Schönes Wetter. Nur die Polizei beschuldigte mich natürlich gleich als den Schuldigen. Nein, ja, das ist natürlich nicht richtig, dass Sie der Schuldige sind. Sie sind vielleicht ein Schuldiger, aber nicht der Schuldige. Ich nehme an, dass die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion beauftragen wird. Der wird nämlich Ihre Geschwindigkeit feststellen müssen, aus der Bremsspur und aus der Art der Beschädigung. Und jetzt, ob Sie schuldig sind oder nicht schuldig sind, hängt einzig und alleine von diesem Gutachten ab. Stellt er fest, dass Sie über 50 gefahren sind und hätten bei einer Geschwindigkeit mit 50 den Unfall vermeiden können, dann trifft Sie auf jeden Fall ein Verschulden. Und zwar die Schuld gegenüber der Verletzung dieser BMW-Fahrer. Oder Fahrers. Wer ist das? Das ist die Jutta Hoffmann. Wissen Sie, ob die schon wieder aus stationärer Behandlung entlassen ist? Ja, ich hab am Samstag dann gleich im Krankenhaus angerufen. Mhm. Und man konnte mir nichts mitteilen, nur dass die Patientin wieder entlassen wurde. Wenn die Verletzungen nicht allzu groß waren, dann sollten wir den Versuch wagen, bei der Staatsanwaltschaft eine Einstellung wegen Geringfügigkeit, das heißt, weil ihre Schuld gering ist, es ist ja nur dann 10 oder 15 km/h über dem erlaubten Gefahren, sollten wir versuchen, diese Einstellung zu. Das ist eine Geldbuße, ich weiß nicht, wie hoch die ist, aber die wird sich bewegen, also nicht mehr als 1000 Mark. Sind Sie schon mal vorbestraft worden, verkehrsrechtlich? Also, ich glaube nicht. Vorbestraft nicht, in dem Sinne, ich habe halt einen Bußgeldbescheid bekommen. Das ist keine Vorstrafe. Über 120 Mark. Dann haben Sie wahrscheinlich in Flensburg 3 Punkte bekommen. Punkte, ja, die spielen keine Rolle. Aber 153a, also das heißt diese Einstellung wegen Geringfügigkeit, wenn Sie nicht in Erscheinung getreten sind, dann sollten wir die versuchen. Der Hauptschuldige ist natürlich der Fahrer des VWs. Wer ist denn das jetzt hier an der Liste? Das ist hier Simone Kastel. Simone Kastel und? Castor. Castor, da war Ihre Schwester drin, Andrea Castor. Ja, sind Zwillinge. Ach, Zwillinge. Mhm.
Gut, das sind also Fahrer und Halter. Und der Zeuge, wie heißt sie, Rohrmoser und die Frau Degler? Ja, die Frau Degler meinte, ich sei zu schnell gefahren. Und Herr Rohrmoser, der sagte eben, die Mädchen seien angetrunken gewesen. Welche Tageszeit war es? Vormittags, das nachmittags, war nachts? Vormittags. Vormittags? Ja. Das war ganz beachtlich dann. Tja. Wie sieht denn das aus? Also mein Schaden, ca. 8.000 Mark Reparatur. 8.000 Mark Schaden? Was ist denn der Wagen noch wert? Totalschaden und Wiederbeschaffungswert 4.000 Mark. Aber ich hatte auch einen Hagelschaden und da wird mir dann noch 2.000 Mark abgezogen. Also kommen 2.000 Mark circa raus. Haben Sie den schon, den Hagelschaden von Ihrer Teilkaskoversicherung vergütet den bekommen? Den habe ich schon bekommen, ja. Ja. Herrn Bissler bleibt nichts anderes übrig, als ein Darlehen aufzunehmen, um wieder zu einem Auto zu kommen. Außerdem muss er mit einer Buße von ca. 1.000 Mark rechnen, wenn das Verfahren gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung eingestellt wird. Andernfalls bekäme er einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe und wäre dann vorbestraft. Die Zwillinge kommen um einen Strafbefehl nicht herum. Andrea, die gefahren war, hatte sich mit Simones Führerschein als Fahrerin ausgewiesen. Daraufhin wurde Andrea Blut abgenommen, aber Simones Führerschein sichergestellt. Simone war ab jetzt die beschuldigte Fahrerin. Aussagen bei der Polizei machten beide nicht. Simone nicht als Beschuldigte und Andrea nicht als verwandte Zeugin. So bekam Simone nach einigen Wochen einen Strafbefehl. Sie soll 3.600 Mark zahlen und 7 Monate auf ihren Führerschein verzichten wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. Die Zwillinge sind davon nicht sehr beeindruckt. Hauptsache Andrea hat noch ihren Führerschein, den sie beruflich dringend in Berlin braucht. Sie meinen, lieber 3.600 Mark zahlen, als einen guten Job zu verlieren. Trotzdem kommt Andrea sofort nach München, um mit einem Anwalt zu besprechen, ob es sinnvoll ist, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. Und da gerade Fasching ist, wollen sich Andrea und Simone vor dem Anwaltsbesuch noch ins Getümmel stürzen. Das sieht ja gut aus. Guck mal, hier mit der Feder, wie aus den 30er Jahren. Ja, du, die wollte ich aber haben. Mann, immer willst du alles haben. Na, ich bin schließlich 15 Minuten älter. 15 Minuten älter interessieren gar keinen. Nimm doch lieber die Rose, du, die steht dir doch viel besser. Die Rose, sieht ja aus. Du, machst mal die Tür auf, ist bestimmt Jürgen, da kommt's immer früher. Ah. Hallo? Wow. Sei gegrüßt. Du siehst ja stark aus. Du aber auch. Guck mal. Aber du bist die Andrea, ne? Richtig gerade. Hallo. Ach, entschuldige, ich bin noch nicht fertig. Das hab ich mir gedacht. Grüß dich. Ihr habt ja zwei verschiedene Boas an. Ja, damit du uns beim Fasching nicht laufend verwechselst. Das kann mir nicht mehr passieren. Ach, wenn du mal nicht weißt, wer wär's. Ich hab doch hier noch einen Leder. Ach, der Süßen, den hast du nicht? Nee. Ich dachte, bei Zwillingen ist immer alles gleich. Ja, fast gleich. Die Blutgruppe ist gleich, die Augenfarbe. Nur die Fingerabdrücke, die können manchmal verschieden sein. Ja, da habt ihr ja Glück gehabt, dass die Polizei vom Lenkrad nicht die Fingerabdrücke abgenommen hat. Sag mal, wieso hast du ihm die Geschichte erzählt? Und warum nicht? Ja, meinst du, ich gehe zur Polizei und erzähle denen, ich weiß was, was ihr nicht wisst, die Mädchen haben den Führerschein vertauscht. Ja, aber eins ist euch doch wohl heute Abend klar, ne? Ich fahre nicht, ihr möchtet Ulis Auto nicht auch noch zu Klump fahren. Ich lade euch zum Taxi ein. So lieb, ne? Hast du irgendwas gehört von deinem Auto, von deiner Schrottkarre? Hat sich die Versicherung irgendwie gemeldet? Ja, naja, ich bekomme da laufend Schadensmeldungen, die ich ausfüllen soll. Ja, und warum füllst du sie nicht aus? Naja, das können wir doch nicht, weil wir bei der Polizei gesagt haben, dass Simone gefahren ist. Das ist doch falsch. Und wenn du unterschreibst, bist du Versicherungsbetrüger. Mhm. Ein kluges Kerlchen. Danke. Da habt ihr euch eine böse Geschichte reingeritten. Wieso wir reingeritten? Andrea mich reingeritten. Ja, das ist Führerschein nicht mehr, Strafbefehl habe ich. Hättest du längst mal mit Jürgens Auto fahren können. Jetzt bleibt wieder alles an mir hängen. Laufen bin ich schon, wenn du nicht so rumgehst. Wieso ist doch deine Schuld? Du hast doch die ganze Zeit. Jetzt hört doch bitte auf. Was heißt hier rumgehampelt? Bin ja nicht. Bitte hört jetzt auf. Du hältst dich da raus. Genau. Ach, ich dachte, ihr seid immer ein Herz und eine Seele. Ja, sind wir ja auch. Genau. Das merkt man. Ja, wenn ich nicht dazwischen gekommen wäre, dann hättet ihr euch die Augen ausgekratzt. Immer weiß er alles besser, nicht? Den ganzen Tag. Halt. Ich kann ja auch gehen. Ich kann ja auch gehen. Es fängt ja wunderbar an hier. Es wird ein schöner Faschingsabend hier. Junge, sei doch nicht so. Sei doch nicht gleich beleidigt. Komm, vertragen uns wieder. Wie wollt ihr das wieder gut machen? Na du, wir haben nur noch Sekt im Kühlschrank. Bring dir doch ein Glas und hol die Flasche Sekt. Okay, das ist wenigstens mal ein Wort. Simone, sei nicht so. Junge, das ist doch gar nicht so gemeint. Ist doch wahr. Mir reicht es schon wieder. Ich hab da eine Idee. Gib mir mal schnell deine Boa. Warum? Dann mach doch mal schnell.
Schnell, und jetzt setz dich schnell darüber. Bist du mir noch böse? Nein, natürlich nicht. Jetzt reicht's aber. Was? Ich bin Simone. Oh, ihr zwei, ich könnte euch an die Wand klatschen. Lass uns lieber Sekt trinken. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, wie ihr die Polizei gelingt habt. Sag mal, habt ihr eigentlich den Anwalt angerufen? Dein komischer Anwalt, der hat die ganze Woche schon keine Zeit. Der muss sich wohl von Faschinger holen. Habt ihr wenigstens einen anderen Anwalt angerufen? Stolli hat mir einen empfohlen. Wer ist das denn schon wieder? Na, Herr Stolberg, der Empfangschef von Hotel. Oh. Das muss wohl ein guter Anwalt sein. Der arbeitet nämlich sogar am Aschermittwoch. Oh. Wenn ich jetzt noch was zu trinken hätte, dann würde ich darauf anstoßen, dass der euch rausboxt. Ja? Mhm. Na, hoffentlich. Wer von Ihnen beiden ist die Frau Simone Castor? Ich bin das. Das sind Sie. Wir hatten ja telefoniert. Wie ist Ihre Beteiligung in dem Vorfall? Ich nehme an, dass Sie dabei waren. Ja, aber als Beifahrerin. Sie waren Beifahrerin. Mhm. Ist das Ihr Auto gewesen oder? Nee, meins. Sie sind Halterin gewesen. Ist gegen Sie eigentlich auch ein Ermittlungsverfahren anhängig gewesen? Ja, aber das ist eingestellt worden. Ich stelle fest, Frau Andrea Castor, dass Sie hier unter den Beweismitteln als Zeugin benannt sind. Und da wäre es mir jetzt lieber, wenn Sie draußen im Wartezimmer warten würden. Ich würde gern mit Ihrer Schwester die Sache zunächst mal alleine besprechen. Und meine Schwester erzählt mir sowieso alles. Das kann sie. Ich gehe auch davon aus, dass Sie über alles sprechen. Aber wie gesagt, das Gespräch hier können wir ruhig jetzt mal zusammen mit Ihrer Schwester alleine führen. So, Frau Castor, ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an mit dem Unfallgeschehen selbst. Es ist immer ganz gut, zur Verdeutlichung mal eine Skizze anzufertigen. Vielleicht sind Sie so freundlich. Ich mach mal die Kreuzung. So, ja, ich mach das jetzt mal von meiner Sicht. Also, ich fahre hier die Königsberger Straße lang, ja? Ja. So. Und dann habe ich hier das Vorfahrtszeichen, das habe ich ja gesehen, ja? Und dann konnte ich jetzt aber diesen Auweg, den konnte ich jetzt nicht so gut einsehen, ja? Wodurch war denn Ihre Sicht behindert? Ja, und zwar hier auf der linken Seite, ja, da war hier so eine Hecke, so eine große. Mit welcher Geschwindigkeit haben Sie sich der Kreuzung genähert? Ich bin erstmal so ungefähr 40 gefahren und dann wurde ich ja schon langsamer, als ich die Kreuzung gesehen habe. Und mit 25 Stundenkilometer habe ich mich ungefähr so rangetastet. Okay, gut. Und was ist dann passiert? Dann hat nämlich links einer gehupt. Und dann habe ich hier nämlich gebremst. Und ehe ich mich versah, war schon von links hier einer, der ziemlich schnell gefahren ist anscheinend, ist er an mich rangefahren. Wir haben ja jetzt eine verletzte Beteiligte. Wissen Sie, wo die war? Sie hat wohl hier gestanden. So, das habe ich noch. Ja, das ist ja jetzt ein Auto, was Sie zeichnen. Ach, sie war im Auto drin? Ja, sie saß ja wohl im Auto und hat da gestanden und hatte da ja ihren Wagen geparkt. Frau Castor, im Strafbefehl steht drin, und das ist ein nicht unerheblicher Vorwurf, dass Sie in Annäherung an die Kreuzung Schlangenlinien gefahren seien. Wie hat sich denn das abgespielt? Waren das große Kurven oder war das mehr Zentimeter? Ja, das war hier nicht, das waren nicht so eine großen Kurven. Ja, das war so richtig nach der Musik. Ja. Und das war auch wirklich nur so aus Spaß. Was also hatten Sie denn aufgelegt? Precious Little Diamond. Sagt mir nichts. Nee. Ist auch nicht schlimm. Ja, nun zur Frage, machen wir was gegen den Strafbefehl oder nicht? Sie sehen ja, die Geldstrafe 60 Tagessätze ADM 60 steht da drin. Wie kommt die Staatsanwaltschaft dazu, hier den Betrag von DM 60 anzusetzen? Mit anderen Worten, welche Angaben haben Sie bereits gemacht über Ihren Beruf und Ihr Einkommen? Ja, und zwar, ich wurde doch gefragt, welchen Beruf ich ausübe. Ja. Und da habe ich gesagt, ich arbeite im Hotel. Und da hat er wahrscheinlich gedacht, dass ich eben fertiger Hotelkaufmann bin. Ne? Ah ja, und wie ist es tatsächlich? Ich bin aber Auszubildende. Natürlich mit einem wesentlich geringeren Einkommen. Ja, ich habe 545 Mark netto. Die Höhe des einzelnen Tagessatzes bestimmt sich
nach alter Faustregel zu einem 1/30 ihres Nettoeinkommens, sodass hier, wenn ich es recht berechne, von 545 Mark netto Monatsgehalt wir auf einen Betrag von etwa 18 bis 20 Mark kämen. Statt einer Geldstrafe von 3.600 Mark hätte sie dann nur 1.200 zu bezahlen. Das wäre doch ein Grund, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. Dann das Thema Alkoholisierung. Das ist ein gravierender Vorwurf. Im Strafbefehl wird von einer Blutalkoholkonzentration von 0,89 Promille ausgegangen. Das ist natürlich der erste Faktor, der hier bei der Anzahl der Tagessätze berücksichtigt wird. Möglicherweise spielt hierbei auch das Mitverschulden des Unfallgegners eine Rolle. Und da möchte ich jetzt einhaken, weil Sie sagten, das Fahrzeug, das von links kam, kam mit erheblicher oder überhöhter Geschwindigkeit. Genau. Er hat ja gehupt und er hätte mir ja ausweichen können, nicht? Dass er möglicherweise ausweichen hätte können, zählt nicht so sehr, weil Sie natürlich als Lenkerin eines Fahrzeugs von der wartepflichtigen Straße ihm in jedem Fall den Vorrang hätten einräumen müssen. Aber wenn er zum Beispiel 90 oder 100 gefahren ist, dann ist das durchaus ein Argument, was im Endeffekt dazu führen könnte, dass auch die Anzahl 60 der Tagessätze reduziert wird. Dann sagten Sie, es geht Ihnen auch um den Führerschein, beziehungsweise die verhängte Sperrfrist erscheint Ihnen zu lange. Der Strafbefehl datiert von vor 14 Tagen, sodass die Richterin, die den Strafbefehl unterzeichnet hat, im Ergebnis davon ausgegangen ist, dass die Taten, die man Ihnen da zum Vorwurf macht, insgesamt eine Sperre von gut 12 Monaten rechtfertigen würde, weil ja seit der Tat bereits 5 Monate vergangen sind und Sie ja den Führerschein damals sicher abgeben mussten. Davon gehe ich aus. Ja. Und der ist auch noch bei der Staatsanwaltschaft bzw. beim Gericht. Gut. Wie lange haben Sie schon Ihren Führerschein? Seit dem 12. März 84. 12.3.84. Gut. War bei Ihnen schon mal was in verkehrsrechtlicher Hinsicht? Gar nichts, nö, gewesen? Nee. Also keine Voreintragung. Fahrpraxis? Fahrpraxis habe ich nicht so. Gut. Summa summarum kann man wohl sagen, wir legen mal Einspruch ein. Und sollten sich dann durch die Akte irgendwelche Aspekte ergeben, die unsere jetzt relativ optimistischen Prognosen ins Wanken bringen, können wir problemlos den Einspruch gegen den Strafbefehl wieder zurücknehmen. Das ist gut. Ja. Alles klar? Ja, das wäre es dann für heute. Der Anwalt legt also Einspruch gegen den Strafbefehl ein. So kommt es kurz darauf zu einer mündlichen Verhandlung im Verkehrsgericht. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo der Sitzungssaal A105 ist? Ja, gleich die erste Tür. Danke. Darüber, könnt jetzt doch nicht rein, ihr müsst genauso warten wie alle dann auch. Ihr werdet aufgerufen. Das ist schon gut. Ja. Jetzt habe ich aber doch Angst. Wollen wir nicht doch lieber die Wahrheit sagen? Dann wird da alles noch schlimmer. Naja, aber ich kann es jetzt nicht mit ansehen, dass du jetzt für mich verurteilt werden sollst. Schließlich bin ich ja gefahren. Naja, dann bestrafen sie dich ja nicht nur wegen des Unfalls. Dann kriegen sie uns ja auch noch beide ran wegen der Führerscheine, weil wir die getauscht haben. Das ist doch egal. Also ich sag jetzt die Wahrheit. Ach, da kommt ja alles wieder. Unser Rechtsanwalt kommt. So, guten Morgen. Ach. Grüße Sie. Ja. So, und ich nehme an, wir kommen gleich dran. Ich hatte zwischenzeitliche Einsicht in die Gerichtsakte. Im Wesentlichen nichts Neues. Ein erfreulicher Aspekt. Der Sachverständige hat nachgewiesen, dass Ihr Unfallgegner eine überhöhte Geschwindigkeit hatte und bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit den Unfall wohl hätte vermeiden können. Das wirkt sich für Sie möglicherweise etwas günstiger im Strafmaß aus und am Fahrzeug entstand ja wohl Totalschaden, sodass es denkbar ist, dass Sie von der gegnerischen Haftpflichtversicherung einen Teil Ihres Schadens ersetzt bekommen. Die Beteiligten in Sachen Castor bitte in den Sitzungssaal. So, kommen Sie bitte mit. Grüß Gott. So, geh bitte da vorne, geben Sie mir den Mantel. So,
dann zunächst zur Präsenz in der Sache Castor. Ist erschienen, grüß Gott, die Angeklagte, Frau Castor mit ihrem Verteidiger. Dann müssten eigentlich zwei Sachverständige da sein, aber es ist zunächst nur der Herr vom Institut für Rechtsmedizin da. Der technische Sachverständige ist aufgehalten worden, hat mitgeteilt, dass es ein bisschen länger dauern wird. Ich nehme an, es besteht Einverständnis, dass wir ohne ihn vorerst beginnen können. Ja, jawohl. Einverstanden. Zur Präsenz der Zeugen sind erschienen der Herr Topfstedt, Herr Hübner, ja. Dann Frau Hoffmann, ja. Herr Rohrmoser, ja. Herr Bessler, hier. Frau Degler, hier. Und Frau Castor Andrea. Ja, hier. Ja? Frau Richterin, ich muss Ihnen noch was ganz Wichtiges sagen. Ja, es hat ja Zeit, lassen Sie, bleiben Sie erst mal ja, ich muss Ihnen das aber trotzdem sagen, ich bin gefahren. Ja, was ist denn? Ich möchte eigentlich erst die Belehrung durchführen. Was sagten Sie? Na, ich bin gefahren. Das stimmt gar nicht, sie will sich jetzt auch... Nein, also wirklich, jetzt lass uns doch die Wahrheit sagen. Frau Castor. Da kommen völlig neue Aspekte zur Sprache. Moment mal. Augenblicke mal. Sie sagten, Sie seien gefahren. Das stimmt gar nicht. Sie will sich jetzt aufopfern. Ich bin gefahren. Lass uns doch die Wahrheit sagen. No, das ist allerdings freilich wirklich eine Überraschung. Kurz zu unterbrechen. Ich muss das mit meiner Mandantin besprechen. Ja, das ist ein... Das ist völlig überraschend. Herr Verteidiger, Herr Staatsanwalt, machen wir kurze Unterbrechung, denn das ist etwas ganz Neues, auf das Sie sich so wahrscheinlich einstellen wollen. Das ist völlig natürlich neu. Fürs Gericht auch ein ganz und gar neuer Sachverhalt. 10 Minuten? 10 Minuten. Ja, reicht Ihnen denn das? Dann unterbreche ich die Sitzung für 10 Minuten. Kommen Sie bitte mit. Gehen Sie vielleicht raus, besprechen sich. Ach, Frau Castor, Andreas, bleiben Sie mal hier, Herrin. Ich meine, die soll hier im Sitzungssaal, Herrin, bleiben jetzt, weil... Frau Castor, bleiben Sie bitte hier. Sie sollten jetzt möglichst nicht rausgehen. Es ist besser, wenn Sie zunächst nicht da draußen jetzt mit dem Herrn Verteidiger und Ihrer Schwester beieinander sind. Sie bleiben hier. Stimmt das, was Ihre Schwester sagt? Naja, eigentlich wollte ich Ihnen das gar nicht sagen. Also jetzt bitte die volle Wahrheit, sonst kann ich Sie nicht weiter verteidigen. Na, ist so, Andrea ist gefahren und hat auch den Unfall gemacht. Ja. Naja, und weil sie ihren Führerschein doch beruflich braucht, haben wir es dann, also haben wir die Rollen getauscht und haben wir dann gesagt, na gut, Simone ist gefahren und auch den Führerschein getauscht. Sie haben Ihrer Schwester den Führerschein zur Verfügung gestellt und sie hat ihn abgegeben, deswegen ist auch gegen Sie der Strafbefehl erlassen worden. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, weiter zu verfahren. Die erste ist, Sie bedienen das Gericht heute endlich mit der vollen Wahrheit. Und wenn Ihre Schwester das bestätigt, was sie gerade angekündigt hat, rechne ich mir Chancen aus, dass der Vorwurf der Trunkenheitsfahrt und der Körperverletzung selbstverständlich fallen gelassen wird. Möglicherweise kommt auf Sie wegen des Führerscheins, den Sie Ihrer Schwester zur Verfügung gestellt haben, noch ein Verfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren oder denkbar wäre auch ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat in Betracht. Ich würde Ihnen daher vorschlagen, heute in der Hauptverhandlung keine Angaben zur Sache zu machen, über die Frage des Einkommens hinaus. Das beantworten Sie. Und im Übrigen kommt es halt jetzt dann darauf an, wie sich Ihre Schwester verhält. Können Sie der Andrea nicht sagen, dass sie dann auch nichts aussagen soll? Nein, das kann ich ihr nicht sagen und das will ich ihr auch nicht sagen. Die Andrea wird von der Richterin belehrt. Sie wird darauf hingewiesen werden, dass sie als ihre Schwester das Recht hat, keine Angaben zu machen. Und wie sie sich dann verhalten wird, werden wir sehen. Gehen wir wieder rein, bitte. Ja. Die Verhandlung geht weiter. Zunächst werden die Zeugen auf ihre Wahrheitspflicht hingewiesen und wieder aus dem Saal geschickt. Auch Andrea darf oder besser muss jetzt rausgehen. Simone hatte keine Gelegenheit, ihr zu sagen, dass sie auf jeden Fall die Aussage verweigern soll. Wenn Andrea nämlich die Wahrheit sagt, würde sie wegen des Unfalls bestraft werden, wegen Ausweismissbrauchs und eventuell auch wegen Vortäuschung einer Straftat. Simone würde zwar wegen des Unfalls freigesprochen, aber voraussichtlich zumindest wegen Ausweismissbrauchs verurteilt. Wenn aber die Zwillingsschwestern nichts aussagen, besteht die Chance, dass keine von ihnen verurteilt werden kann. Und zwar dann, wenn das Gericht nicht feststellen kann, wer von den beiden gefahren ist. Dass sich von den Zwillingen ganz unbeabsichtigt die Dinge so günstig für sie entwickeln, ist ihnen natürlich nicht klar. Nach Feststellung der Personalien, Simone Castor ist 22 Jahre alt, im 3. Ausbildungslehrjahr zur Hotelkauffrau, bittet die Richterin den Staatsanwalt um die Verlesung des Strafbefehls. Darin heißt es unter anderem: Infolge Unachtsamkeit und weil sie wegen Alkoholgenusses zur sicheren Führung eines Kraftfahrzeuges nicht mehr in der Lage waren, übersahen Sie bei Zeichen 205 der Straßenverkehrsordnung die Vorfahrt des auf dem Auweg in nördlicher Richtung fahrenden Pkw des beteiligten Bessler.
Aus diesem Grunde kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei Eigenschaden in Höhe von 2000 Mark und Fremdschaden in Höhe von 5000 Mark entstand. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der PKW des beteiligten Bessler noch gegen den geparkten PKW der beteiligten Hoffmann geschleudert. Die beteiligte Hoffmann erlitt hierbei nicht unerhebliche Verletzungen. An ihrem Fahrzeug entstand weiterer Fremdschaden in Höhe von 5000 Mark. Zu diesem Unfall kam es, weil sie infolge vorangegangenen Alkoholgenusses zur sicheren Führung ihres Kraftfahrzeuges nicht mehr in der Lage waren. Eine bei ihnen am 15.09.1984 um 13.30 Uhr entnommene Blutprobe ergab einen BAK-Mittelwert von 0,89 Promille. Diese Handlungen erfüllen den Tatbestand eines Vergehens der fahrlässigen Gefährdung im Straßenverkehr in Tateinheit mit einem Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung gemäß dem Paragraphen 315 klein c Absatz 1 Ziffer 1a Absatz 3 Ziffer 2 230 232 52 Strafgesetzbuch. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Fräulein Castor, ich belehre Sie darüber, dass es Ihnen freisteht, sich zur Sache zu äußern oder auch nicht. Wollen Sie Angaben machen? Frau Vorsitzende, die Angeklagte macht zur Sache selbst keine Angaben, lediglich zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Mhm. Jawohl. Gut, Frau Castor, zu den wirtschaftlichen Verhältnissen also werden Angaben gemacht. Was verdienen Sie netto monatlich? Ja, 545 Mark. Mhm. Haben Sie irgendwelche besonderen Belastungen? Wie hoch ist Ihre Miete, die Sie zahlen? Ja, 450 Mark. Ziemlich viel, nicht? Für 545 netto. Von was leben Sie dann? Ich arbeite nebenbei noch, da mache ich so Fotos, da habe ich nochmal so durchschnittlich so 400 bis 600 Mark. Auf die Hand? Hm? 400 bis 600 Mark. Hälfte davon sind 500, das arithmetische Mittel. Einigen wir uns drauf, dass wir 500 dazu zählen, ja? Gut. Und wie schaut's aus, Frau Castor? Haben Sie ein eigenes Auto? Ich habe kein Auto. Fräulein Castor, wann haben Sie das erste Mal eine Fahrerlaubnis erworben? Am 12. März, ja? 1984. Wie viel etwa Fahrpraxis hatten Sie bis jetzt? Na, ich hatte dann eigentlich gar keine, weil ich gar kein Auto hatte. Sind Sie also nicht viel gefahren? Nee. So gut wie nichts. Besteht Einverständnis, dass bereits jetzt Strafliste und KBA eingeführt werden, Herr Verteidiger, Staatsanwalt? Dann wird festgestellt, dass sowohl die Strafliste als auch der Auszug aus dem Verkehrszentralregister beide ohne Einträge sind. Ja, da die Angeklagte keine Angaben zur Sache macht, wäre das insoweit schon abgeschlossen. Wir treten dann in die Beweisaufnahme ein. Als erste Zeugin wird Andrea Castor aufgerufen. Sie ist 22 Jahre alt, ledig und arbeitet in Berlin im Außendienst einer Kosmetikfirma. Die Richterin erinnert an die Bemerkung, die Andrea zu Beginn der Verhandlung gemacht hatte, nämlich, dass sie die Fahrerin des VWs gewesen sei. Ich belehre Sie deshalb jetzt nach § 55 StPO dahingehend, dass Sie solche Fragen, durch deren wahrheitsgemäße Beantwortung Sie sich selbst möglicherweise der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aussetzen würden, nicht zu beantworten brauchen. Haben Sie das verstanden, Frau Castor? Ja, habe ich verstanden. Mhm. Im Übrigen sind Sie hier die Schwester der Angeklagten. Sie haben also in doppelter Weise hier ein Zeugnisverweigerungsrecht, nämlich aus dieser angehörigen Eigenschaft ebenfalls noch. Auch das hat seinen guten Grund. Die Rechtsordnung möchte verhindern, dass ein sehr naher Angehöriger in einen Konflikt geraten kann zwischen seiner Pflicht, die Wahrheit zu sagen, und zwischen der nahen Beziehung, die üblicherweise zwischen Angehörigen und insbesondere wohl, nehme ich an, zwischen Zwillingsschwestern bestehen kann. Haben Sie auch das verstanden? Ja. Gut. Wie möchten Sie es halten? Machen Sie Angaben? Nein, ich mache keine Angaben. Mhm. Keine Angaben. Jawohl, gut. Frau Castor, dann ist hier Ihr Auftreten in der Hauptverhandlung zunächst beendet. Aber ich möchte Sie trotzdem noch nicht entlassen. Bitte gehen Sie noch nicht. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Denn es wird ja wohl jetzt unter anderem darauf hinauslaufen, dass hier Gegenüberstellungen durchzuführen sein werden. Gut. Den ersten Zeugen dann bitte, den Herrn Topfstedt. Der Zeuge Herbert Topfstedt ist der Polizeibeamte, der den Unfall aufgenommen hat. Die Richterin fragt ihn, wie fanden Sie die Situation vor, als Sie am Unfallort eintrafen? Wir sind also zur Unfallstelle gerufen worden und dort hat uns bereits der Zeuge Rohrmoser erwartet. Ja. Und hat mir erklärt, er hätte also den Unfall ganz genau gesehen
Und er wüsste also ganz genau, wer gefahren wäre. Ja. Ich ging dann hin zu dem Fahrzeug. Dort waren beide der anwesenden Damen. Und ich habe die eine Dame angesprochen und gesagt, sind Sie die Fahrerin? Weil der Herr Romo so mir gesagt hat, das ist die Fahrerin. Dann hat sie geantwortet, ja, ich habe das Fahrzeug gefahren. Haben denn die beiden sich an der Unfallstelle durch irgendetwas, sei es Kleidung, sei es Gehabe, irgendwie unterschieden, sodass Sie zum Beispiel jetzt genau wissen konnten, wen der Rohrmoser Ihnen als Nein, Fahrerin das konnte ich nicht, hat. Sondern der Herr Rohrmoser hat ganz gezielt gesagt, ich stand bei dem Fahrzeug, ich weiß ganz genau, dass diese Frau gefahren ist. Es geht also letztlich auf den Herrn Rohrmoser zurück. Das ist richtig, genauso war es. Ja. Aber irgendwelche Unterschiedlichkeiten an den Zweien hat es nicht gegeben, wenn ich Sie recht verstanden habe. Nein, konnte ich nicht feststellen. Also zum Beispiel unterschiedliche Kleidung. Nein, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Hatten Sie beide genau dasselbe an? Ich meine ja, dass Sie gleich gekleidet waren. Auch im Gesicht konnte man also nichts feststellen, was rein darauf schließen könnte, dass man sagt, hier ist eine Unterscheidung. Wo standen denn die zwei, als Sie hingegangen sind und die eine von den beiden Links neben dem Fahrzeug, und zwar bei der Fahrerseite. Standen Sie dort beide? Ja. Ist diejenige, die Sie dann angesprochen haben und die gesagt hat, jawohl, ich habe das Fahrzeug gefahren, dann auch diejenige, die Ihnen Ihren Führerschein gegeben hat, gewesen? Ja, das ist richtig. Demnach die Simone Kaster, ja. Unsere Angeklagte. Wenn ich Sie jetzt frage hier, Herr Topfstedt, welche von den beiden das war? Es tut mir leid, ich kann also nicht mit absoluter Sicherheit jetzt noch sagen, wer das Fahrzeug zum damaligen Zeitpunkt gefahren hat. Also die, die Sie angesprochen haben und die Ihnen gesagt hat, ich bin gefahren, das ist dann diejenige gewesen, die Ihnen dann auch Ihren Führerschein gegeben hat. Ja, das ist richtig. Ist das dann auch diejenige gewesen, die Sie mit auf die PI genommen haben und richtig. Die Sie dann zur Blutentnahme mitgenommen haben? Der ich vorher den Alkotest durchgeführt hatte und dann... Wie lief denn das ab mit dem Röhrchentest? Sind Sie mit derjenigen, die Ihnen gesagt hatte, sie sei gefahren, zum Dienstfahrzeug gegangen und haben Sie dort blasen lassen? Oder wie? Das ist richtig, ich ging voraus und die Beschuldigte ging hinter mir nach. Mhm. Wir gingen dann zum Fahrzeug hin. Ich musste natürlich erst mal den Kofferraum aufsperren, musste dort das Alkotestgerät herausholen. Hatten Sie sie dabei stets im Blick? Nein, in dem Moment, wenn man sich reinbückt, macht den Kofferraum auf und sucht es und bereitet es vor, schaut man nicht unaufhörlich auf die betroffene Person. Naja. Zumal Sie ja überhaupt gar keine Veranlassung hatten, sich irgendetwas Hatte ich auch nicht. Zu denken, gell? Ja. Sie waren ja nun einige Zeit mit ihr zusammen, ja. Während der Erstellung des Blutentnahmeprotokolls und auch später dann eben im Institut. Hat sie denn da noch mal gesagt, irgendwas in der Richtung, sie sei gefahren oder irgendwas über den Unfall gesprochen? Oder ist davon gar nicht mehr die Rede gewesen, weil das ja Nein, selbstverständlich eigentlich dann sie war? Sie hat sich nicht mehr geäußert, sie hat auch keine Angaben gemacht. Sie hat auch offenbar, wenn man sich das Protokoll und den Antrag zur Feststellung des Alkohols im Blut, Blatt 2 der Akten, anschaut, das nicht unterschrieben. Können Sie sich daran erinnern, ob sie irgendeinen Grund angegeben hat, weshalb sie das nicht unterschrieben hat? Ja, sie hat geäußert, sie wäre angetrunken und würde deshalb nichts unterschreiben. Ah ja. Bis hierhin Fragen, ja, Herr Staatsanwalt? Ja. Solange die Zwillingsschwester, also die hier sitzende Andrea, mal dabei war, hat die irgendwo mal sich selber als Fahrerin bezichtigt, so wie wir es heute im Gerichtssaal erlebt haben? Und nein, die mal gesagt, nein, ich bin gefahren, du, oder? Nein, das war für mich neu. Ich war immer der Meinung, das ist nur diese Fahrzeugführung, ich habe das zuerst einmal heute im Gericht gehört. Gut. Herr Verteidiger, zu dem Punkt. Herr Zeuge, eine einzige Frage. Sie sagten, die Person, die Ihnen vom Zeugen Rohrmoser als Fahrerin vorgestellt wurde, hat Ihnen, jetzt kommt das entscheidende Wort, Ihren Führerschein gegeben. Das ist richtig, und zwar, wenn man fragt, bitte, kann ich Ihren Führerschein sehen, dann gab sie mir Ihren Führerschein. Ja, haben Sie den irgendwie verglichen mit der Person, die ihn übergeben hat? Ich habe den Namen verlesen, ja. Mich überzeugt und hatte keine Zweifel, dass der Führerschein identisch wäre mit der Person, die gefahren wäre. Okay. Können Sie sich vielleicht erinnern, wo sie den Führerschein hergenommen hat? Hat sie den aus ihrer Handtasche? Das wollte ich gerade ergänzen. Sie hat den Führerschein aus ihrer Handtasche entnommen. Aus ihrer Handtasche. Haben Sie noch eine Erinnerung, wie weit Ihr Fahrzeug von der eigentlichen Unfallstelle entfernt war? Circa 8 bis 10 Meter. Können Sie ausschließen, dass die Person, mit der Sie dann den Alkotest an Ort und Stelle gemacht haben, dieselbe war, mit der Sie vorher geredet hatten?
Nein, sicher bin ich mir nicht. Diese Möglichkeit ist also wahrscheinlich immer gegeben in so einem Fall. Ja, okay. Ich habe dann keine weiteren Fragen zu diesem Komplex. Ist eigentlich die andere, der andere Zwilling, die ja für Sie nur die Beifahrerin war, ist die auch mal, hätte sich am Rande vielleicht ergeben können, nach Alkoholgenuss gefragt worden? Nein, die wurde von mir nicht befragt, aber die haben beide leicht nach Alkohol gerochen. Beide also? Beide, ja. Mhm. Eine Frage. Ja, bitteschön. Ist irgendwas dazu gesagt worden, ab wann der Alkohol getrunken worden ist? Zwischen 11 und 12.20 Uhr, in einem Zeitraum von circa 1,5 Stunden, wurde das getrunken, der Alkohol. Keine weiteren Gut, Fragen. Gut, keine danke. Fragen mehr. Frau Kastor, Sie selbst haben auch das Recht, an jeden Zeugen Fragen zu stellen, wenn Sie es möchten. Möchten Sie Fragen stellen? Nein. Keine. Nach der Entlassung von Herrn Topfstedt macht der Staatsanwalt der Richterin einen Vorschlag. Wir haben hier keine Angaben der Angeklagten bekommen und auch die Schwester als Beifahrerin und Halterin ja. die Aussagen verweigert. Ja. Sollten wir die Versicherungsakten beiziehen, ja. ob dort Angaben gemacht mhm. worden sind, wer Fahrer war? Mhm. Herr Verteidiger, beziehungsweise Frau Kastor, der Herr Staatsanwalt meint, und wie ich glaube, zu Recht, dass man möglicherweise aus den Angaben, die der Versicherung gegenüber gemacht worden sind, über den Unfallhergang, über die Fahrereigenschaft, Aufschluss gewinnen kann, wer nun von Ihnen wirklich gefahren ist. Ich haben Sie verstanden? Ich möchte kurz mit Frau Kastor darüber reden. Ja, bitteschön. Sagen Sie, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse, was mit der Versicherung geworden ist? Die Angeklagte erzählt mir gerade, sie wisse, dass die Schwester von der Versicherung ein Schreiben erhalten habe, weil aufgrund dieses Vorfalls, um den es offensichtlich heute geht, keine Angaben gegenüber der Versicherung gemacht worden sind. Und wie komme ich an das Schreiben? Ja, vielleicht fragen wir die Zeugin. Was, Frau Kastor, was ist damit? Ja, das haben Sie dabei. Ja. Dann zeigen Sie uns doch das einmal am besten gleich. Geben Sie es einmal der Frau Richterin vor. Ich meine, Sie brauchen es nicht, aber... Dankeschön. Das würde mich ist das das Schreiben? Sie sind ja die Halterin des Fahrzeugs. Das Schreiben Ihrer Versicherung. Ein Schreiben der Confidentia Berlin. Schreiben vom 19.03.85. Bitte schön, wenn Sie mit reinschauen wollen. Ja, ja, ja. Die Versicherung entzieht Andrea Kastor den Versicherungsschutz wegen Nichtangabe der Beteiligten am Unfall vom 15.09.84 in Garching und nimmt 1.000 Mark Regress. Also auch der Versicherung gegenüber keine Angaben gemacht, wer wirklich gefahren ist. Sie übergeben das nicht zum Verfahren, Sie möchten das wieder haben. Ich weiß nicht, wenn Sie es nicht mehr brauchen. Vorerst. Nehmen Sie es einmal, bitteschön. Wieder. Sie hatten Gelegenheit, es einzusehen. Danke, ja. Herr Staatsanwalt, Sie ja, vor allem auch. Ja, ich habe es schon gesehen. Gut, dann Fortsetzung der Beweisaufnahme, den Zeugen Hübner, wenn Sie ihn bitteschön reinrufen. Herr Hübner, bitte. Alfred Hübner ist der zweite Polizeibeamte, der am Unfallort war. Er hat die Personalien der Verletzten und des Beschuldigten Bessler aufgenommen. Am Unfallort eintreffend fanden wir also die drei Fahrzeuge so an. Ja. Die wurden dann auch von uns eingemessen. Mhm. Zur Skizze, soweit es hier Auffälligkeiten gibt, eine Bremsspur von dem beteiligten Fahrzeug Bessler. Gibt es, glaube ich, hier gell? Wenn Sie die bitte kurz berichten, ja, Blockierspur, und zwar haben wir hier nur eine Blockierspur. Ja, die ist Länge? Annähernd 8 Meter, also ja. 7,80 Meter. 7,80 Meter. Aus Fahrtrichtung Kastor irgendeine Bremsblockierspur? Nichts, gar nicht. Nichts. Verletzt war ja, Gott sei Dank, außer der Zeugin Hoffmann niemand. Genau, so war es. Mhm. Die beiden Zwillinge ja auch nicht, nicht? So dass man an irgendwelchen sonst hat niemand Verletzungen was Verletzungen hätte unterscheiden können. Gemacht, nein. Auch nichts. Gut. Bitte schön, Herr Hübner, nehmen Sie wieder Platz. Fragen an den Zeugen, Herr Staatsanwalt. Ja. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, dass also die beiden hier, die Angeklagte und ihre Schwester hier irgendwie sich komisch verhalten haben, miteinander getuschelt irgendwie? Ist Ihnen überhaupt der Verdacht gekommen, dass da irgendeine Vertauschung oder irgendwas? An und für sich nicht, die waren recht ruhig und still am Fahrzeug, vor dem Fahrzeug gestanden. Haben ein bisschen einen apathischen Eindruck gemacht, muss ich sagen, beide. Keine Fragen, keine Fragen mehr, Herr Verteidiger? Keine Fragen. Dann rufen Sie bitte die Zeugin Hoffmann herein. Frau Hoffmann, bitte. Jutta Hoffmann fuhr am Unfalltag den weißen BMW ihres Mannes und wollte eine Freundin in Garching besuchen. Der Richterin geht es zunächst nicht um den Unfall. Es geht jetzt zunächst einmal darum, dass wir feststellen, wer in dem
Berliner Käfer Fahrer war, Fahrerin war. Können Sie dazu irgendetwas sagen? Nein, gar nicht. Gut. Dann ganz kurz zum Unfallhergang. Sie parkten im Auweg. Ich habe geparkt, war zum Essen eingeladen, habe mich abgegottet, ja, und wollte mein Make-up überprüfen. Dann hörte ich Bremsen quietschen, ja, und schaute auf. Und dann kam ein Auto auf mich zu und dann weiß ich eigentlich nicht mehr viel. Mhm. Außer nach dem Unfall hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch. Mhm. Ja. Jawohl, Ihr Auto soll es dann gedreht haben, einmal über die ganze Fahrbahn. Ja, das habe ich auch nicht mehr mitbekommen, aber beim Rausgehen, beim Aussteigen habe ich gemerkt, dass ich auf der anderen Seite war. Ja, sagen Sie uns bitte schön, was für Verletzungen Sie davon getragen haben. Ich habe eine Wunde gehabt an der Stirne. Ja. Platzwunde. Ist die genäht worden? Ja. Ja. Mhm. Mit 5 Stichen. Ja. Und hatte Schmerzen beim Luftholen, also hier vorne eine Rippenprellung. Ja. Wie sich hinterher herausstellte. Waren Sie im Krankenhaus? Ja, ambulant. Ambulant, jawohl. Und waren Sie dienstunfähig geschrieben? Nein, ich bin hier Hausfrau. Gibt es aber. Arbeitsunfähig, sagen wir dann lieber? Nein. Nee, es ging weiter. Es ging weiter, ja. Es musste weitergehen. Ja. Frau Hoffmann, ist es richtig, dass Sie Strafantrag gestellt haben? Und zwar sowohl gegen unsere Angeklagte, die Frau Kastor, als auch gegen den anderen Unfallbeteiligten, den Herrn Bessler. Ja, ich fand das eigentlich schon notwendig. Ja. Denn ich war eigentlich sehr unbeteiligt an dem ganzen Geschehen um mich herum, nicht? Ja. Fragen an die Zeugin? Ja, ist da irgendwas zurückgeblieben? Haben Sie heute noch Beschwerden? Also von Ihrer Entfernung sieht man es nicht. Ach so, Sie meinen, nein. Die Narbe. Vielleicht noch Kopfschmerzen? Nein, Arm nein, oder gar sowas. Nicht. Also ist mehr zurückgeblieben. Eine Frage noch. Mhm. Ist vielleicht an der Unfallstelle irgendeine von diesen beiden Damen, die hier sitzen, hier die Angeklagte und hinten, wenn Sie es anschauen, zu Ihnen hingekommen? Sich, nein, es war nur ein Herr, und eine Frau, aber die hörte ich nur von der Stimme. Also Sie können sich nein, nicht erinnern? Nein. Keine Fragen. Herr Verteidiger? Keine Fragen, danke. Keine Fragen. Frau Hoffmann bleibt als Verletzte unvereidigt. Als nächster Zeuge wird Anton Rohrmoser aufgerufen. Er stand schon einmal als Angeklagter vor dem Verkehrsgericht. Können Sie sich noch erinnern? Er wurde wegen Beleidigung und Nötigung verurteilt. Nach einem Auffahrunfall hatte er eine Ungarin beschimpft und unsanft aus ihrem Auto gezogen. Herr Rohrmoser freut sich heute, als Zeuge vor Gericht zu stehen und glaubt, wie übrigens viele Zeugen, sich an jede Einzelheit genau erinnern zu können. Ich befand mich in dieser Straße, in der Königsberger Straße und wollte die Fahrbahn überqueren. Also waren Sie Fußgänger dort? Fußgänger, ne? Ja, seit diesem Urteil bin ich Fußgänger, Frau Richter. Jawohl. Und, tun Sie gut dran, Herr Rohrmoser. Ja. Und ich wollte diese Straße überqueren und da fiel mir dieser VW-Käfer auf, der an mir vorbeifuhr. Wodurch? Durch, wie soll ich das formulieren, leichte Schlangenlinien. Und aus dem Wageninneren drang laute Musik, moderne Musik. Daraufhin schimpfte ich hinterher, weil so führt man sich nicht auf der Straße. Und stellte dann fest, Herr dass die Rohrmoser, beiden... jetzt müssen Sie mich bitte noch mal entschuldigen. Im Moment, wo Sie das Wort geschimpft gebraucht haben, da kommt mir die genauere Erinnerung an das, weshalb wir uns gesehen haben. Ja, gell? Es war damals etwas heftiger. Ja. Naja, gut, aber diesmal nicht? Diesmal bestimmt nicht. Und weiter? Die beiden Fahrerinnen befanden sich nach meinem Dafürhalten in einer ausgelassenen Stimmung. Herr Rohrmoser, wir haben zwar hier die Prozesssituation, dass zwei sagen, sie seien die Fahrerinnen gewesen, aber ich kann mir das in der Praxis schlecht vorstellen, weil Sie sagen zwei Fahrerinnen. Na, die zwei Mädchen, die im Wagen saßen. Die eine war Beifahrerin, die andere war Fahrerin. Logisch. Beide Mädchen waren also für mein Dafürhalten in einer ausgelassenen Stimmung. Ja. Ich überquerte die Straße und kurz darauf sah ich noch ein kurzes Aufblinken der Bremslichter dieses grünen VWs, weil er der in die Richtung der Kreuzung fuhr. Ja. Und dann hat es schon gekracht. Mhm. Und dann lief ich los in Richtung Kreuzung. Mhm. Gut, und jetzt interessiert uns, Herr Rohrmoser, wen Sie nun dann am Steuer des Berliner Käfer gesehen haben. Aha. Beziehungsweise, ob Sie die Dame jetzt irgendwie wiedererkennen. Bevor Herr Rohrmoser die Gretchenfrage beantwortet, schildert er ausführlich, wie er den beiden Berlinerinnen die Meinung gesagt und anschließend mit einer Fußgängerin über die Schuldfrage gestritten hätte.
Die Fahrerin habe er dabei nie aus den Augen gelassen. Nur als die Polizei eintraf und er einen Beamten über den Unfall informierte, stand er kurze Zeit mit dem Rücken zu den beiden Mädchen. Und dann habe ich zu den Polizisten gesagt, schauen Sie, die bei der Fahrertür, die mit der Jacke, die auf der Fahrerseite steht, das ist die Fahrerin, die ist gefahren. Die Sie dem Polizeibeamten als die Fahrerin bezeichnet haben, Herr Romoser, war das dann auch die, die dem Polizeibeamten gegenüber gesagt hat, jawohl, stimmt, ich bin gefahren und die dann den Führerschein übergeben hat, oder wissen Sie das nicht? Das weiß ich nicht, da war Warum ich nicht mehr dabei. Waren Sie dann? Ja, ich musste weg und... Das heißt also, Ihre Beobachtungsphase endet dort, wo Sie dem Polizeibeamten sagen, die... Die da steht, mit der Jacke, ja. Das ist die, die gefahren ist. Richtig. Herr Romoser, und jetzt haben wir hier zwei. Eine, die hier sitzt, und eine, die dort hinten sitzt. Und jetzt schauen Sie sich sie bitte einmal an. Welche war nun die, die links ausstieg, die die Jacke anhatte und die Sie als Fahrerin bezeichnet haben? Können Sie sie auseinander kennen? Die Dame war's. Sagen Sie mir bitte schön, warum Sie zu dieser Ansicht gelangt sind. Tja, ich kenne Sie wieder. Ich meine... An was? Am Gesicht. Vielleicht sollte man die beiden mal nebeneinander hinstellen. Ich würde auch anregen, jetzt die Gegenüberstellung durchzuführen. Ja, gut. Herr Rohrmoser, das machen wir jetzt wie folgt. Sind Sie so nett und drehen sich bitte schön ein bisschen um? Stehenderweise. Ja. Gehen Sie mal vor, Frau Kastor, kommen Sie bitte schön beide her. So, jetzt drehen Sie sich einmal um. So, gut. Herr Rohrmoser? Ja? Kommen Sie bitte schön. Schauen Sie her. Ja, die, die mich anschaut, die ist... Ganz klar. Ganz klar? Ja, ja. Drehen Sie sich jetzt auch noch mal rum, bitte. Nein, bei der ersten bleibe ich. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Die erste also, ja. Die Ihnen das Gesicht zugewendet hatte, die war's. Ja. Nimm's bitte schön beide wieder Platz. Und zwar da, wo Sie vorher gesessen waren. Herr Romoser, wenn sich da jetzt nicht wieder irgendwas verwechselt hat, dann sitzt jetzt diejenige, die Sie eben identifiziert haben, da hinten. So? Nein, nein. Schauen Sie jetzt wieder dahin. Na ja, aber ich meine... Die Dame, die auf der Anklagebank sitzt, ist, muss doch die sein. Ja, ja. Nur die, die Sie eben identifiziert haben, das war genau eben nicht diejenige, die vorher da gesessen war, sondern die, die da hinten gesessen war. Ja, dann haben Sie jetzt die Verkehrte hingesetzt. Also ich bleib dabei. Schauen Sie mal. Also die, die jetzt da wieder sitzt. Ja. Gut, Fragen an den Herrn Rohrmoser? Keine Fragen mehr. Keine Fragen. Herr Verteidiger? Herr Zeuge, was hatte denn die andere, die keine Jacke trug, an? Nur das Kleid. Das gleiche Kleid, das die andere Dame auch anhatte, nur die andere noch eine Jacke dazu drüber. Wie sah denn das Kleid aus, das die andere anhatte? Ja, die Farbe ist schwer zu definieren. Es war ein leichter Pastellton, also nichts Auffälliges. Ich bitte um Entschuldigung. Die Angeklagte erklärt mir gerade, dass die beiden Damen zum Unfallzeitpunkt Hosenanzüge angehabt hätten und das möchte ich dem Zeugen jetzt gerade vorhalten. Ja, da muss ich... Es ist ja schon stimmt, ja, zwischen Kleid, also unter Kleid wollte ich jetzt den Begriff Bekleidung hernehmen. Und das Herr Kleid, Herr Rohrmoser. Nicht Rock und so. Wenn Sie gefragt aber die werden, Farbe. Wie hat das Kleid ausgeschaut, das die andere anhatte, dann ist das eigentlich eine ganz eindeutige Frage. Hosenanzug stimmt. Aus dem Kleid ist also jetzt ein Hosenanzug geworden. Jawohl. Endgültig keine Fragen mehr von Ihrer Seite. Von Ihrer Seite auch nicht. Wird auf die Beerdigung verzichtet? Wird verzichtet. Ja. Wahrscheinlich wäre der Zeuge Rohrmoser sogar bereit gewesen, einen Eid zu schwören, dass Simone Kastor die Fahrerin gewesen sei, nur weil sie auf der Anklagebank sitzt. Doch die Juristen haben Erfahrung mit Zeugen und lassen sie nicht ins Messer laufen. Auch der nächste Zeuge, der Sportlehrer Wolfgang Bessler, hat die Fahrerin im Auto gesehen. Wird er sie wiedererkennen? Herr Bessler, eine Feststellung. Gegen Sie war ja ebenfalls ein Verfahren anhängig, wegen dieses Unfalls.
Wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung. Ist das richtig? Ja. Das betraf die Verletzungen der Frau Hoffmann. Ist es richtig, dass dieses Verfahren nach 153a StPO eingestellt worden ist? Ja, das ist richtig. Ich musste ein Bußgeld von 1.500 Mark bezahlen. Das wurde an das SOS Kinderdorf überwiesen. Mhm. Und unter den ganzen Abzügen bekam ich noch für mein Auto 1.475 Mark. Ja, das hat mit der Einstellung nach 153a gar nichts zu tun. Sie haben also eine Geldbuße gezahlt. Ja. Dann bitte Ihre Schilderung des Unfalls. Ja, ich bin an dem besagten Tag auf die Kreuzung Auweg, Königsberger Straße zugefahren und dann kam aus der untergeordneten Straße ein grüner VW. Ja. Und in der Mitte der Kreuzung hat es dann gekracht. Mhm. Ich konnte es nicht mehr abbremsen, bin also voll in den grünen VW reingefahren, von der Bremse etwas abgerutscht und noch auf ein Auto, auf einem BMW, der auf der anderen Seite drüben stand, draufgefahren. Bin dann rüber zu diesem BMW und habe mich um die Frau gekümmert, die verletzt war. Bin dann rüber zu dem VW, habe kurz mit der Fahrerin gesprochen, auch die Beifahrerin kurz gesehen. Zum Unfall ganz kurz nochmal. Sie sagten, ich konnte es nicht mehr abbremsen. Ich habe ein unfallanalytisches Gutachten im Akt. Ich will es jetzt nicht großartig einführen, aber aus dem ergibt sich, dass Sie mit einer doch deutlich überhöhten Geschwindigkeit gefahren sind. Ist das richtig? Ja. 72 ist das Ergebnis. Stimmt's etwa? Ja, zwischen 68 und 72. Also 50 waren erlaubt, richtig. Um die 70 sind Sie tatsächlich gefahren. So viel zum Unfall noch. Ja, Herr Bissler, was hier breiten Raum einnimmt, ist die Frage, wer ist die Fahrerin des Berliner Käfers, also des Autos, mit dem Sie kollidiert sind? Sie haben eben schon ein bisschen was gesagt, das hätte ich aber gern noch präziser. Sie hätten kurz mit der Fahrerin gesprochen. Woher wussten Sie, dass die Dame, mit der Sie sprachen, die Fahrerin war? Weil sie am Steuer saß. Saß sie am Steuer? Ja. Dann habe ich gesehen, dass noch auf dem Beifahrersitz eine andere junge Dame sitzt, stellte eine Ähnlichkeit fest und dachte mir, das sind Schwestern. Haben Sie da noch mitgekriegt, Herr Bissler, wie oder ob, besser gesagt, die Dame, die Sie am Steuer sahen, dann diejenige war, die gegenüber dem Polizeibeamten, der an die Unfallstelle kam, auch gesagt hat, sie sei gefahren? Nein, da können Sie dazu nichts sagen? Da habe ich nicht mehr Acht gegeben drauf. Wenn Sie sie jetzt hier sehen, könnten Sie dann irgendwas Präzises dazu sagen, es war die und nicht die andere? Nee. Auch nicht. Man, da liegen ja auch jetzt 6 Monate dazwischen. Ja, sicher. Sicher. Fragen, Herr Staatsanwalt? Keine Fragen. Herr Verteidiger? Keine Fragen, danke. Auch Herr Bissler bleibt unvereidigt und wird entlassen. Die letzte Zeugin ist die Redakteurin Ingeborg Degler. Auch sie hat die Fahrerin hinter dem Steuer gesehen. Frau Degler, auch bei Ihnen zunächst die entscheidende Frage voraus. Können Sie dazu beitragen, aufzuklären, welche der beiden hier anwesenden Zwillinge die Fahrerin anlässlich des Unfalls gewesen ist? Ich habe nur gesehen, dass die eine eine Jacke anhatte. Welche? Die wo saß die, ursprünglich? Die Fahrerin hatte eine Jacke an. Und die andere, die Beifahrerin, was hatte die an? Ja, sonst waren sie wohl gleich angezogen. Sie hatten beide einen Hosenanzug an. Blieb es bis zum Schluss so, dass eine Jacke anhatte und die andere keine? Als die beiden bei den Polizeibeamten standen und ich in einiger Entfernung sie beobachten konnte, da hatten sie beide Jacken an. Beide die gleiche? Die gleiche Jacke. Ja. Im Verlaufe dieser ganzen Vernehmung des ganzen Unfalls habe ich für mich persönlich versucht herauszubekommen, worin sich die beiden ähnlich und worin man sie unterscheiden könnte. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass die eine ja eine bisschen schmalere Nasenspitze hat als die andere. Aber ich kann daraus keine Schlüsse ziehen, wer also am Steuer gesessen hat zum Zeitpunkt des Unfalls und wer nicht. Das könnte ich also mit Sicherheit nicht sagen. Mhm. Frau Degler, zum Unfall, was können Sie dazu in aller Kürze berichten? Ja, ich stand also als Fußgängerin an der Kreuzung Austraße, Königsberger Straße, wollte die Austraße überqueren. Ja. Es kam von rechts ein Fahrzeug, ich würde sagen, in einem ganz schönen Tempo. Mhm. Und ich habe das erst vorbeifahren lassen und kurz darauf hat es also gekracht, weil aus der Königsberger Straße von rechts ein anderes Fahrzeug kam und die beiden Fahrzeuge sind ineinander gefahren. Das, was aus der Königsberger Straße kam, das hätte Vorfahrt zu achten gehabt, ja? Ja, richtig? Ja, das ist richtig. Haben Sie dessen Fahrverhalten noch ein bisschen vor dem Unfall beobachtet? Nein. Also vor dem Unfall haben Sie den Käfer gar nicht gesehen? Nein. Gut. Zu dem Unfall dann noch Fragen von Ihrer Seite.
Keine mehr. Frau Degler, abschließend jetzt, wenn Sie heute die Zwillinge noch mal sehen würden. Sie haben schon gesagt, die eine hat eine schmalere Nasenspitze als die andere. Das kann man vielleicht so zusammenfassen, die eine hat ein schmäleres Gesicht insgesamt. Gell? Mhm. Können Sie da heute noch irgendwas... Wer ein schmaleres Gesicht hat? Nein, ob die, die das schmälere Gesicht hat oder die, die das nicht schmälere Gesicht hat, gefahren ist. Ja, also ich glaube, dass die Fahrerin die gewesen ist, die das schmalere Gesicht hatte. Welche von den beiden hat jetzt nach Ihrem Eindruck das schmalere Gesicht? Sie hat das schmalere Gesicht. Demnach meinen Sie, sie sei diejenige gewesen, die gefahren ist? Ich kann es mit Sicherheit nicht sagen, aber ich meine es, ja. Ich meine, die mit dem schmaleren Gesicht war die Fahrerin, sagt die Zeugin. Anscheinend haben Frauen eine besonders gute Beobachtungsgabe, wenn es um Frauen geht. Diese Zeugin jedenfalls erinnert sich richtig. Wie wir wissen, ist Andrea gefahren und sie hat tatsächlich ein etwas schmaleres Gesicht als Simone. Aber Frau Degler ist eine verantwortungsbewusste Zeugin und sie sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich könnte das nicht beschwören. Und das braucht sie auch nicht. Der medizinische Sachverständige trägt dann sein bereits schriftlich vorliegendes Gutachten vor. Wir kennen das Ergebnis. 0,89 Promille. Dafür soll sich Simone verantworten, obwohl das Blut in Wirklichkeit von Andrea ist. Aber das ist dem Gericht ja nicht bekannt. Der Staatsanwalt hat dann noch eine Frage. Kann man denn eigentlich, nachdem wir ja eine Blutprobe haben, bei Zwillingen feststellen, ob die unterschiedliche Blutgruppen oder Merkmale haben oder sind die gleich? Also aus medizinischer Sicht sind hier zwei Probleme. Zum einen ist die Blutprobe ca. 6,5 Monate alt und damit kann es zu Zersetzungsvorgängen innerhalb der Blutprobe kommen, die die Aussagekraft einer Vergleichsuntersuchung zwischen einer erneut zu entnehmenden Blutprobe und dieser eben damals entnommenen Blutprobe erheblich einschränken oder sogar aufheben. Wenn man unterstellt, dass es eineiige Zwillinge sind, dann wird man annehmen müssen, dass in den von uns routinemäßig untersuchten Systemen eine völlige Identität zwischen den beiden Blutproben bestehen würde, weil eineiige Zwillinge über dieselben Erbanlagen verfügen. Nur in seltensten Fällen ist also in der Literatur beschrieben, dass X-chromosomal gebundene Eigenschaften unterschiedlich sein können, je nachdem, welches X-Chromosom aktiviert ist. Ja. Wenn man das alles zusammenzieht, kann man sagen, dass eine solche Untersuchung wahrscheinlich zu keinem weiteren Ergebnis führt. Ausschließen kann man es allerdings nicht. Danke. Das heißt, es würde uns also, wenn schon der Unsicherheitsfaktor so groß ist, uns im Endeffekt nicht weiterhelfen. Es könnte, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Selbst wenn durch Blutproben nachzuweisen wäre, dass das entnommene Blut von Andrea stammt, wäre nicht erwiesen, dass sie auch die Fahrerin war. Denn kein Zeuge konnte mit Bestimmtheit sagen, wer mit der Polizei zur Blutabnahme fuhr. So schwierig ist das mit Zwillingen. Nachdem Staatsanwalt und Verteidiger auf das mündliche Gutachten des technischen Sachverständigen verzichten, schließt die Richterin die Beweisaufnahme und bittet den Staatsanwalt zu plädieren. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, Frau Angeklagte. Im vorliegenden Fall sind zwei Schwerpunkte zu erkennen. Der erste ist die Frage, wer hier am Steuer dieses VW saß, die Angeklagte oder ihre Zwillingsschwester. Und der zweite Punkt dann der Unfall. Der entscheidende Punkt ist hier, ist es hier möglich, die Fahrerin eindeutig zu identifizieren. Ich bin der Ansicht, aufgrund der Beweisaufnahme hier und der Hauptverhandlung, dass die Angeklagte Castor Simone zu Recht hier auf der Anklagebank sitzt, und zwar aus folgenden Gesichtspunkten. Sie hat sich an der Unfallstelle, als sie von den Polizeibeamten gefragt worden ist, ob sie die Fahrerin des Fahrzeuges war, als solche bezeichnet, hat dann auch am Revier bei der Ausfüllung des Blutentnahmeprotokolls nicht etwa protestiert, gesagt, ich bin hier nicht gefahren. Und ein besonders wichtiger Gesichtspunkt erscheint mir, sie hat hier ihren Führerschein für mehr als ein halbes Jahr bei der Staatsanwaltschaft belassen und nie irgendwo gesagt, ich bin nicht gefahren, gebt mir
meinen Führerschein wieder. Ihr habt den zu Unrecht sichergestellt. Das sind sehr schwerwiegende Gesichtspunkte, die hier gegen die Angeklagte sprechen. Zu dem Verhalten der Angeklagten und zu ihren Äußerungen an der Unfallstelle, die hier wohl ganz spontan und ohne irgendeine Beeinflussungsmöglichkeit durch Dritte waren, kommt noch dazu, dass der Zeuge Rohrmoser hier die Angeklagte identifiziert hat. Es ist natürlich ganz klar, dass es diesem Zeugen bei der Frage, ob er das jetzt nach 6 oder 7 Monaten bei der Hauptverhandlung auch noch kann, dass er da unsicher wurde und sich getäuscht hat, wie die anderen Zeugen auch. Aber an der Unfallstelle ging es ihm nicht so. Insbesondere konnte er genau sagen, auf der Fahrerseite ist die Angeklagte ausgestiegen. Sie hat eine Jacke getragen und diese Person habe ich dem Polizeibeamten gezeigt. Und bei dem Polizeibeamten hat sich die Person dann auch selbst als Fahrerin zu erkennen gegeben. Die Aussage des Zeugen Rohrmoser wird auch noch durch die Aussage der Zeugin Degler bestärkt, die auch sagte, Aussteigende auf der linken Seite trug eine Jacke. Ich bin also zusammenfassend der Ansicht, dass tatsächlich hier die Frau Simone Castor am Steuer gesessen ist und als Fahrerin auch eindeutig identifiziert ist. Dann spricht der Staatsanwalt das eigentliche Unfallgeschehen an. Das Schlangenlinienfahren und die Vorfahrtmissachtung in Verbindung mit dem festgestellten Promillewert sei alkoholtypisch. Er beantragt deshalb die Angeklagte Simone Kaster wegen eines Vergehens der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung zu verurteilen. Zum Strafmaß wäre zu sagen, die 60 Tagessätze im Strafbefehl erscheinen mir ausreichend und richtig in Anbetracht des Umstands, dass keine Vorstrafen vorhanden sind. Die Tagessatzhöhe mit 60 Mark entspricht natürlich nicht den Möglichkeiten der Angeklagten. Bei Abfassung des Strafbefehls wurde davon ausgegangen, dass sie bereits ausgelernt hat. Das hat sich hier gezeigt, dass sie noch Azubi ist und ein relativ niedriges Einkommen hat. Ich meine, ein Tagessatz in Höhe von 20 Mark ist hier angemessen. Zum Entzug der Fahrerlaubnis wäre zu sagen, dass unter Berücksichtigung der seit Erlass des Strafbefehls vergangenen Zeit noch weitere 5 Monate angemessen erscheinen. Okay. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, ich darf mich kurz fassen. Ich beantrage, die Angeklagte freizusprechen. Und zwar hat nach Auffassung der Verteidigung die heutige Hauptverhandlung nicht den für eine Verurteilung erforderlichen Nachweis hinsichtlich der Identität der Angeklagten als Fahrerin des Unfallfahrzeugs erbracht. Die Angeklagte selbst hat sich nicht geäußert, was ihr gutes Recht ist. Die Zeugin Castor ebenso. Hinsichtlich der Aussage des Zeugen Rohrmoser erlaube ich mir, gewisse Bedenken anzumelden. Es hat sich im Ergebnis ganz klar gezeigt, dass der Zeuge, der zunächst angab, die Angeklagte hier eindeutig identifizieren zu können, sie dann im Endeffekt bei der Gegenüberstellung mit ihrer Schwester verwechselt hat. Aber selbst wenn ich hier gewisse Zugeständnisse mache, angesichts des Zeitablaufs, bleiben doch gewisse Zweifel hinsichtlich dessen, was der Zeuge sonst noch gesagt hat. Und zwar, der Zeuge bekundete, dass die Fahrerin eine Jacke getragen habe und dass die Beifahrerin ein Kleid getragen habe. Es hat sich herausgestellt, und das hat der Zeuge auch bestätigt, dass die andere, also beide, Hosenanzüge getragen haben. Im Endeffekt werden die Zweifel hinsichtlich der Identität bestätigt durch die Aussage der Zeugin Degler, die vermutet, jedoch nicht mit Sicherheit sagen kann, dass die Zeugin Castor das Fahrzeug gefahren habe. Nach all dem, wie gesagt, kein Nachweis, der zur Verurteilung ausreichen würde. Ich beantrage Freispruch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Verteidiger. Frau Castor, Sie haben die Möglichkeit, jetzt noch alles zu sagen, was Sie noch sagen möchten. Sie haben insbesondere das letzte Wort. Ich habe auch nichts zu sagen. Und Sie schließen sich Ihrem Verteidiger an? Ja. Dann wird das Urteil niedergelegt und anschließend verkündet.
Der Staatsanwalt hat 1200 Mark Geldstrafe und weitere 5 Monate Entzug der Fahrerlaubnis als Strafe für Simone Castor beantragt. Er ist davon überzeugt, dass sie die Fahrerin war. Der Verteidiger ist davon keineswegs überzeugt. Er beantragt, seine Mandantin freizusprechen. Bis zur Urteilsverkündung einige Fragen an unseren Versicherungsfachmann. Wir haben vorhin gehört, Herr Hertel, dass Andrea, die Halterin des VWs, mit 1000 Mark in Regress genommen wird, weil sie keine Schadensmeldung gemacht hat. Jetzt frage ich mich, wenn ich nun nach einem Unfall verletzt ins Krankenhaus komme oder die ganze Sache aus Schusseligkeit vergessen habe, in welcher Zeit muss ich mich gemeldet haben, damit ich keine 1000 Mark zahlen muss? Nach den Bedingungen des Versicherungsvertrages muss jeder Versicherungsnehmer einen Schadenfall seiner Versicherung innerhalb einer Woche schriftlich anzeigen. Das heißt aber nicht, dass jemand sofort mit 1000 Mark Regress rechnen muss, wenn er entschuldigt diese Frist versäumt, zum Beispiel deswegen, weil er verletzt von der Unfallstelle ins Krankenhaus transportiert wird. Die Versicherungen erinnern den Versicherungsnehmer dann an die Verpflichtung und mahnen dann auch nochmal an. Nur in unserem Fall hat die Andrea Castor sich ja überhaupt nicht gemeldet, überhaupt nicht reagiert. Ja. Und da ist es dann berechtigt, die 1000 Mark Regress zu nehmen. Es können im Einzelfall auch mal 5000 Mark sein. Im Übrigen, das hängt von der Schwere des Schuldvorwurfs und der Umstände ab. Wie wird denn nun der Unfallschaden geregelt? Da waren 2 Autos mit Totalschaden, eines mit 7000 Mark Reparaturkosten. Die Zwillinge haben die Vorfahrt nicht beachtet, ist alles sehr verzwickt. Der Herr Bessler ist zu schnell gefahren. Frau Hoffmann stand zwar arglos am Straßenrand, war aber nicht mehr angeguchtet und deshalb wurde sie verletzt. Aber sie bekommen natürlich keine Abzüge deswegen, oder? Frau Hoffmann bekommt keine Abzüge. Wer geparkt am Straßenrand steht, im Fahrzeug sitzt oder wer auch im Schritttempo zum Beispiel auf einem Parkplatz fahrend eine Parklücke sucht, muss nicht angegurtet sein. Ja, deswegen für Frau Hoffmann voller Schadenersatz. Wenn Sie aber die Schadenersatzansprüche der anderen Beteiligten betrachten wollen, dann müssen Sie erst mal beurteilen, wie die Schuldfrage zu klären ist. Die Fahrerin im Auto der Zwillinge hat die Vorfahrt verletzt und sie ist zu schnell gefahren. Der Herr Bessler war auf der Vorfahrtsstraße, ist zu schnell gefahren. Wenn Sie die Haftung gegeneinander abwägen, trifft die Fahrerin im Auto der Zwillinge bestimmt die weit überwiegende Haftung. Ich würde meinen, 3/4 Fahrerin Zwillinge, 1/4 Haftung Herr Bessler. Wie ist es mit dem Schmerzensgeld für Frau Hoffmann? Frau Hoffmann wird, schätze ich, 1000 Mark Schmerzensgeld bekommen. Sie kann diese 1000 Mark verlangen von der Versicherung des Herrn Bessler. Dann haben wir noch Stichwort Hagelschaden. Gab es ja in München bei dem berühmten Unwetter 200.000 Autos, die betroffen waren. Ich habe auch so ein hübsches Vehikel im Münchner Design zu Hause stehen. Was ist mit dem Hagelschaden? Es wird ja auch noch abgezogen. Der Herr Bessler hatte vor dem Hagelschaden ein Auto 4000 Mark Wiederbeschaffungswert. Er bekam dann 2000 Mark wegen des Hagelschadens ersetzt. Im Zeitpunkt dieses Unfalls, den wir hier besprechen, hatte das Auto nur noch einen Wert von 2000 Mark. Der Hagelschaden muss berücksichtigt werden. Mhm. Dafür kriegt er natürlich kein neues. Er bekommt für die 2000 Mark kein neues, aber er muss auch die 2000 Mark aus dem Hagelschaden dazuzählen. Dann bekommt er mit den 4000 Mark wieder ein Auto, wie er es vor dem Hagelschaden hatte. Dann allerdings. Ich danke Ihnen, Herr Hertel, und ich muss sagen, hier bin ich wirklich gespannt auf die Urteilsverkündung. Ich verkünde dann im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Castor Simone, Personalien wie erhoben, wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Für den bisherigen vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis wird eine Entschädigung aus der Staatskasse nicht gewährt. Simone bekommt also sofort ihren Führerschein zurück. Ihre Anwaltskosten trägt die Staatskasse. In der Urteilsbegründung spricht die Richterin Simone Castor zunächst persönlich an. Dass Sie jetzt hier freigesprochen worden sind, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier um einen gewichtigen Schuldvorwurf gegangen ist. Der Schuldvorwurf ist deshalb gewichtig, weil es ein ungeheuer leichtsinniges Verhalten im Straßenverkehr ist, betrunken zu fahren. Das steht am Anfang der Ausführungen. Gleichwohl hatte zur Überzeugung des Gerichts das Ergebnis dieser Beweisaufnahme ein Freispruch für die Angeklagte zu sein. Und zwar nicht etwa deshalb, weil sich dieses Gericht von der Unschuld der Frau Castor überzeugen konnte und musste, sondern schlicht nach den Grundsätzen in dubio pro reo.
Einen Freispruch erster oder zweiter Klasse gibt es nicht. Das Ergebnis ist das Entscheidende. Sie sind freigesprochen. Ich möchte aber ganz klar und ganz drastisch eines sagen. Eine von Ihnen beiden lügt. Frau Kastor, entweder haben Sie gelogen oder Ihre Schwester, die als Zeugin hierher geladen, noch bevor sie als Zeugin belehrt worden ist, gesagt hat, sie sei gefahren. Eine von Ihnen beiden lügt. Das Gericht ist nur, und ich möchte sagen, leider nicht in der Lage, aufzuklären, wer von Ihnen beiden. Das Ergebnis hat deshalb nach dem Gesetz das zu sein, dass Sie freigesprochen werden müssen. Die Richterin erörtert dann kurz das Ergebnis der Beweisaufnahme und kommt bezüglich des Verhaltens der Angeklagten am Unfallort zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie der Staatsanwalt, meint dann aber, das sind halt nur Schlüsse. Sie spricht dann die beiden wichtigsten Zeugen an, Herrn Rohrmoser und Frau Degler. Die Aussage Rohrmoser sei nicht widerspruchsfrei gewesen. Er hat hier im Gerichtssaal zunächst ganz klar, möglicherweise eben deshalb, weil sie auf der Anklagebank saß, Fräulein Simone Kastor als Fahrerin bezeichnet. Dann folgte die Gegenüberstellung und im Rahmen der Gegenüberstellung hat er die hier sitzende Halterin und Zeugin, die Andrea Kastor, als die Fahrerin bezeichnet. Das war ja für jeden, der das mitbekommen hat, ganz eindeutig dann eine Verwechslung. Aber hier ist ein besonderer Hintergrund gegeben, nämlich der, dass diese zwei Mädchen ja wirklich verwechselbar ähnlich, um nicht zu sagen verwechselbar gleich, ausschauen. Letzte Zeugin insoweit wäre die Frau Degler. Die Frau Degler hat, nachdem sie sich beide noch einmal genau angeschaut hatte, die Zeugin Andrea Kastor als die Fahrerin bezeichnet. Ich habe keine Anhaltspunkte dafür gewinnen können, dass ich nun etwa dem Herrn Rohrmoser mehr glauben kann in diesem Punkt als der Frau Degler. Das heißt also, Frau Kastor, wie am Anfang schon ausgeführt, dass letztlich, wie ich meine, nicht mit zur Verurteilung ausreichenden Sicherheit hier aufgeklärt werden konnte, ob Sie die Fahrerin gewesen sind. Es mag durchaus so sein, dass Ihre Schwester mit der Äußerung von vorhin am Beginn der Hauptverhandlung eine Schutzbehauptung aufgestellt hat, um Ihnen zu helfen. Letzten Endes glaube ich, dass man das nicht klären kann. Das Ergebnis also ein Freispruch. Als Freigesprochene werden Sie mit den Kosten dieses Verfahrens nicht belastet. Die Kosten dieses Verfahrens trägt die Staatskasse. Für den bisherigen vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis, Ihr Führerschein war ja sichergestellt seit dem Unfalltage, bekommen Sie allerdings eine Entschädigung aus der Staatskasse nicht. Dieses Ergebnis jedenfalls müssen Sie hier heute hinnehmen. Dieser Freispruch ist für Gericht und Staatsanwaltschaft sehr unbefriedigend und sicher auch für die Verletzte, Frau Hoffmann. Aber dieser Freispruch spricht auch, so meine ich, für unsere Rechtsordnung und den darin enthaltenen Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Die Zwillinge hatten es nicht darauf angelegt, in den Genuss dieses Rechtsgrundsatzes zu kommen. Durch den spontanen Führerscheintausch, der natürlich strafbar ist, wollte eine Schwester für die andere einspringen und auch die Verantwortung für den Unfall übernehmen. Erst als Andrea die Wahrheit sagen will und Simone Angst hatte, dass ihre Schwester dann auch noch wegen des Führerscheintausches bestraft werden würde, kam es zu dieser Situation, in der das Gericht freisprechen musste. Doch ganz ungeschoren kommen die Zwillinge nicht davon. 1.500 Mark haben sie an ihrem Auto verloren und 1.000 Mark müssen sie der Versicherung Regress zahlen. Immerhin ein Denkzettel von 2.500 Mark. Ich bin sicher, unsere Zwillinge werden diesen Unfall nicht so schnell vergessen. Auch dann nicht leichtsinnig fahren, wenn sie ihre Lieblingsmusik hören. Und wir haben keinen Grund mehr zu sagen, Vorsicht, Zwillinge unterwegs. Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond, let it come to you. Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond, let it come to you.